Bei Kaiserwetter strahlten die höckelschen Narren mit der Sonne um die Wette. Ihr traditioneller Rosenmontagsumzug schlängelte sich bunt, fröhlich und mit ein paar Seitenhieben gegen die große Politik durch die Straßen der Nordheimer Ortschaft. Mit 39 Motivwagen und Gruppen gingen die Höckelheimer zusammen mit vielen Auswärtigen diesen höchsten Feiertag der Karnevalisten in bester Stimmung. Der Wagen des Prinzenpaares Christian und Christina wurde mit 8 und echten Rosen und mehreren tausend Papierblumen geschmückt. Die Narren mit Doktorhüten hingegen hatten zu Gutenberg Stuhl abgesägt. Da konnte auch die verdrießlich dreinschauende Merkel nicht mehr helfen. Doch egal welches Thema die einzelnen Wagen hatten, gefeiert haben alle Teilnehmer ausgelassen. Für die Kinder lag das Hauptaugenmerk während des Umzugs häufig auf dem Einsammeln der Bonbons, die von den Wagen geworfen wurden. Überwiegend war der Karnevalsumzug aber bunt und fröhlich anzusehen. Auch die Bandbreite der gebotenen musikalischen Richtungen variierte stark. Oft zeugten die teilnehmenden Wagen allerdings von der Kreativität der Teilnehmer.